So, up down. Herzlich willkommen zu dieser wunderschönen Folge Gothic 2 Edition. Ja, man wundert sich bestimmt. Okay, da drehe ich gleich wieder um. Man wundert sich bestimmt, wo bin ich jetzt? Der Sprung ist wieder abnormal. Ich meine, Hilfe! Was mache ich hier überhaupt, ja? Schaffe ich es gegen den? Schon wieder ein von diesen Häsern. Wir sind schon mittendrin, ich glaube. Versuchen wir es einfach. Wir haben Unterstützung von einem Ritter. Ja. Ich habe meinen Ort gezogen. Schon für die Erfahrung macht man das, wenn ich ihn jetzt erwische. Ja, nein. Das war's mit dir, du 600 Erfahrung abgestaubt. Ja, perfekt. Warum sind die Ritter so stark eigentlich? Das macht nicht mal ernsthaft was aus. Das ist ja krass. Naja. Mal gucken. Wir haben hier nochmal so einen scheiß Wag. Ich würde sagen, greif mal den Penner mal an, oder? Ja. Zack. Zack. Komm an. Komm schon. Komm her. Ja. Jetzt winge dich. Ja, wir sind ja im Minental übrigens, Leute. Bin schon weiter jetzt. Ne? Kann man mal machen, würde ich sagen. Weidenbären und zum spruchvollen Windfass. Ja, moin. So. Ich glaube, es ist keine gute Idee, hier rauszugehen. Hier ist doch dann safe gleich wieder ein Ork. Ein Ork, ja. Aber gegen einen Ork haben wir sogar eine Chance, habe ich mir sagen lassen. Dann speichern wir hier nochmal. So, wo ist das? Es ist nicht unmöglich, ja. Es ist schwer. Aber es ist nicht unmöglich, gegen diesen Ork zu gewinnen. Und ich habe jetzt auch schon ein paar Orks umgelegt. In eurer Abwesenheit natürlich. Ach, er trifft mich jetzt aber schon ganz schön oft. Lebensenergie ist ähnlich. Der Unterschied ist, ich bin einfach der bessere Spieler. Ich treffe öfters. Aber er ist einfach der besser ausgebildetere, den besseren Stats. Er muss mich viel weniger treffen und ich bin hinüber. So. Gleicht sich die Chancen ziemlich gut aus. Wobei Können nicht besser ist, als einfach nur dumm zu sein wie der. Eigentlich hätte er uns mit 2-3 Schlägen noch umbringen können oder 4, ja, keine Ahnung. Irgendwie so ein Dreh. Keine Chance gehabt. Aber so haben wir tatsächlich eine Überlebenschance. Und meistern das teilweise so. Schamanen, nein, nein, nein. Ist mir zu krass. Ist mir zu krass. Offen gesagt. So, da. Wie viele sind das? Ah, es sind Zweige. Nee. Zwei sind mir auch zu krass. Einer geht gerade so. Zwei sind dann direkt unmöglich. Man könnte gleich gegen den versuchen. Das heißt, wenn der jetzt alleine ist. Ah, es sind zwei. Einer weggehen würde. Ja, ja, komplett hineingedummt. Hoffen wir, dass die Ausdauer hält. Snapper.
Ja, hier können wir das Weite suchen, ganz ehrlich. Keine Chance. Noch irgendwo. Hä, hey, das ist. Er kennt eh keiner von euch das Gothic Almanach, ne? War auch mal von so einem. Gothic der Comic, da war auch mal so eine Rede von einem Loch im Boden, wo dann Diego Gorn Milton sich treffen. Das Gothic Comic ist, spielt so, ja, vor Gothic 1. So kennen die wenigsten, ja. Wahrscheinlich spreche ich hier auch gegen eine Wand. Aber es ist mir gerade so eingefallen und ich nehme kein Blatt vom Mund mehr. Sag alles frei heraus. So, jetzt sind wir hier im Schneegebiet. Warum ist es klimatisch so anders hier als woanders? Ja, ich kann es euch sagen, Leute. Ein Drache wird wohl das Übel. Der Grund des Übels sein. So ist es auch. Ja, so ist es. Kann man sagen, was man will. So ist es und nicht anders. So. Was machen wir überhaupt? Wir suchen bestimmte Schiffstellen auf. Fragen mich, wie sie die geliefert haben. Ja, Dan wollte so einen Fass zu bekommen. Wieso kann ich ihm nicht helfen? Und die hatten irgendwie nichts zu sagen. Scheint, als wäre da schon jemand gestorben von denen. Naja. Wir waren auf alle Fälle da. Und wir haben einen Waffenkönig gefunden. Mit einer doch recht stattlichen Rüstung. Hier sieht man wieder den Turm des alten Lagers, den man gefühlt von überall her erkennen kann. Wolf erschaffen? Ist das richtig gelesen? Kann doch gar nicht sein. Ja, so, Goblins. Ja. Gobbo! Also ein Riesenratten. Machen wir mal alle fertig, habe ich gehört. Und zuerst gehen wir mal hier runter. Müssen wir eh gleich umdrehen. Hier gibt es Eiswölfe, Echsen, Menschen, Golems. Nichts für uns. Aber schnell wieder umkehren. Mal schauen, wie weit wir hier vorstoßen können, um Erfahrung zu finden. Erfahrung zu gewinnen. Hier haben wir einen Lurker, den machen wir eben schnell platt. Die Lurker sind nichts. Krass ist mehr. Die ganzen Feldräuber können wir auch noch klatschen. Auf jeden Fall. Und hier ging's. Das Sackgasse, glaube ich. Ich frage mich immer, was ich in Gothic 1 war und ob ich das gekannt habe. Diesen Ort, ich weiß es gar nicht. Genau, greif meinen dann an. Sind da die? Ne, in Gothic 1 war hier ein Stein davor, da konnte man hier gar nicht durch. Wie dem auch sei. So, wir greifen jetzt weiter an. Gegen die. Was ist das denn? Ja, jetzt aber. Hä? Ein kleiner Schlawiner! Wahnsinn. Also gut. So. Oh, da hinten sind schon die Echsenmenschen. Waren nicht Eiswölfe eigentlich? Mich wundert es gerade ein bisschen, dass man die nicht sieht. Wunder, dass hier Feldräuber gibt. Die schönsten Gegner bisher momentan. Und weil die so schön schwach sind. Von denen kann ich aber nichts nehmen. Leider. Es schneit. Das erste Mal, dass es in Gothic schneit. Das ist so schön. Na komm her. Spaß. Okay. Vorsicht. Und dann auch nachschauen, ob es was gibt. Mit den Banditen weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Fackel und Heiltrank. Tauchen wir jetzt mal nicht unter. Ich glaube, man kann gegen die kämpfen.
Man muss gegen die kämpfen. Ich weiß jetzt aber gar nicht mehr so genau. Dann schauen wir halt mal, wie es sich dem so ereignet oder wie sich dem so passiert. So, gehen wir mal hin. Gehen wir mal hin und schauen einfach nach. Also, jetzt bist du dran. Ja, ganz, ganz mies. Komm her. Bögen sind ja wie bekannt ist, sehr tödlich. Der hat eine bessere Reichweite wie wir, ist auch nicht so toll. Aber scheint nicht so stabil zu sein wie wir. Das heißt, nicht so viel Schaden auszuteilen. Stirb. Wir müssen jetzt immer Handtisch reinstechen. Grober Zweihänder. Wie sieht denn der aus? Achso. Ja, ist eh schlecht eigentlich, relativ. Jetzt bist du dran. Schnell halt dran, kein Bollern, oder? Komm her. Vielleicht zwei auf einmal. Überleben wir das. Leute! Sieht schon mal schlecht aus. Nee, laden. Nein, aber doch nicht da laden. Ich hab den doch schon umgelegt und gespeichert, mindestens. Ach, leck mich am Arsch. Dann halt noch mal. Komm her, Wichser. Komm! Hilft dir dein Bogen nicht mehr oder hast du nur einen Pfeil auf Lager? Hä? Wieso hört die Musik auf zu musizieren? Echt wenig Lebensenergie, mal ehrlich. Richtiger Spaß. Bessere Ausrüstung haben wir auch, klar. Gut, machen wir unseren Spruch, weil wir haben eh so viele. Und da mal was haben. Können wir nicht mal benutzen. Super. Jetzt bist du dran. Boah. Ach komm. Boah, sind das viele. Boah. Nee. Nee. Außer, wenn wir keinen Masterplan haben. Das sieht scheiße aus. Ich verwandle mich jetzt einfach mal in den Wag. Die sind doch so stark. Wieder eins von diesen Drecksviechern. Komm her. Sind doch recht stark, habe ich mir sagen lassen. Uff, und ja, das sind sie. Frage ist, kann er so viele Banditen vernichten? Wie er das kann. Abgefurzt. Niemand hier oben rechnet, oder? Nicht schlecht, Alter. Nicht schlecht. Ganze Banditen zusammengefickt. So lobe ich mir das. Nein. Ach so, das ist programmiert, ne? Ah, das ist ein bisschen unfair. Ach, das ist ein bisschen. Das ist unfair, wenn ich hier die Lebensenergie. Ah, Junge! Und jetzt sind alle wieder da auf einmal. Ja, okay, das ist eigentlich nicht möglich.
mit so wenig Lebensenergie gegen den zu bestehen, schätze ich fast als nicht möglich an. Da haben wir keine Chance. Andererseits, ne, es ist... Ich glaube nicht, dass ich den jetzt bezwingen kann. Ich sage euch, wie es ist. Sehr wenigen Lebensenergie. Glaube ich nicht. Glaube ich eher nicht. Selbst jetzt, also wenn es verlockend aussieht, dass ich ihn schlagen könnte, ich glaube nicht, ihn jemals bezwingen zu können. Einschlagen, ich bin hin. Ha! Alter! Das hätte ich niemals erwartet. Nee. Das hätte ich niemals erwartet, jetzt zu schaffen. Auf jeden Fall cool gemacht, wie hier dann der Ork einen entdeckt. Das fand ich jetzt mal mega cool. Und wir haben ja auch alle Banditen zusammengefickt. Das fand ich jetzt mega cool. Also, das war jetzt mega. Seit wann habe ich die Armbrust angelegt? Das halte ich für ein Gerücht, liebe Leute. Hier muss irgendwas nicht stimmen. Hier kann irgendwas gar nicht stimmen. Das sind gleich viel mehr als davor. Komm her. Zack. 15 Lernpunkte. Oh, das wird geil. Können wir echt mal investieren und wirklich mal serious gains machen. Und stärker werden. Nichts zu holen. Easy. Jawoll. Sehr gut. Ah, gut, die sind nicht weg. Sonst wäre es echt scheiße, wenn jetzt ganze Loot weg wäre, wenn die weg wären, also vom Spiel gelöscht. Wie sagt man da, despawned oder was? Ich weiß. So, dann haben wir hier noch Heiltrank. Mana-Trank. Wir sind Level 23 schon. Finde ich stark. Hat er sich gerade was bewegt, aber es war nur der Schneegletscher-Quarz. Vom Flosserknacken verstehe ich. Das wird wieder nichts. Oh, 13.4. Nee, 11.40. Sorry. Müssen wir nicht hin. Wir müssen eh da rüber. Ah, schwimmen wir mal rüber. Oder? Nee. Jetzt, meine Freunde, entdecken wir mal, da gehen wir über die Brücke da hinten. Erstmal klatschen da paar Gegner weg. Jetzt Musik wieder da. Warum war vorhin keine Musik da? Ich weiß es nicht. So. Ich habe jetzt übrigens schon, genau, ich hatte ja die Rüstung, glaube ich. Bei der letzten Folge. Ich hatte dann inzwischen mal die. Mittlerweile habe ich die schwere Milizrüstung. Also ich bin bei der Miliz jetzt schon gut aufgelevelt und die nächste Rüstung, die ich eigentlich bekommen müsste, wäre ja die Ritterrüstung. Ja. So. Wir schauen einfach mal, was sich so ereignet. Was unsere nächste Rüstung sein wird. Es müsste eine Ritterrüstung sein. Wie gesagt, aber durch die Modulation ist vielleicht irgendwas anders oder so. Es hat sich aber eigentlich relativ wenig geändert, meiner Meinung nach. Ohne jetzt die große Arbeit in Frage zu stellen. Aber ich habe das Gefühl, was bei so vorherigen Versionen, Testversionen drin war, wurde gestrichen. Eigentlich wäre es größer geplant. Ich meine, allein schon. Wie war das ja mit dieser neuen Welt sogar? Klar, die Add-on-Welt gäbe es ja sowieso nicht mehr, aber dieses Exodus oder was das wäre gewesen wäre, ist ja auch nicht mehr da, was ich weiß. Echt nicht so schön ist, oder eigentlich schade ist. Und generell auch so Sachen wie alte Charaktere aus dem alten Lager, Scorpio. Kavaloren, die waren ja überall
Toros und so haben ja ihren Weg gefunden in die Zivilisation von Corinus irgendwie und wären anzutreffen gewesen. Aber irgendwie ja nicht mehr, ne? Die sind ja irgendwie weg. Was war noch? Ich glaube fast, Milizen hätten Keulen oder so gehabt. Was ist noch nicht gemacht worden? Ja, das wäre es eigentlich, glaube ich. Mir fällt jetzt gerade nichts weiteres ein. Aber klar, so coole Sachen wie Frisur einstellbar, die Rüstungen anders und das herbstliche, düstere wie Gothic 1, der Flair, komplett neue Überarbeitung von der Lebensanzeige und so weiter. Sieht der mich nicht? Und auch ja, Schaden und so, wie Gothic 1. Generell das ganze Interface anders und den Werten und so. Einfach anders gemacht. Easy peasy. Oh. Ne? Komm schon. Und noch zwei Wichser. Na, komm's her. Herumtreiber. Ich weiß ganz genau, dass ich gegen die nicht bestehen konnte. In Elhiva Edition. Falls das wer kennt von euch. Elhiva Edition. Da ist ja alles wirklich viel schwerer. Eigentlich ist ja hier auch alles schwerer. Aber mei. Nicht so schwer. Aber schwer ist ja nicht immer gut, versteht ihr? Es ist cooler hier, weil es wie in Gothic 1 so ist. Man fühlt sich so gegen schwache Gegner, wenn man stärker wird, gleich vielfach überlegen. Und gegen stärkeren Gegner umso mehr gefickt. Aber ist ja gut gemacht eigentlich so. Also, es macht. Ist halt wie Gothic 1 so. Wer Gothic 2 einfach besser fand wie Gothic 1, kann man die Mod auch nicht empfehlen. Wer so das Flair von Gothic 1 in Gothic 2 will, perfekt, Mann. Dafür ist es gedacht. Es ist eigentlich so eine Geschmackssache, die Mod so. Wer so Gothic 1 und das Flair lieber mochte und es ein bisschen anders interpretiert gesehen hätte, Gothic 2, findet hier definitiv Erfüllung. Ja. So. 200 Gold. Ich wollte gerade sagen 200 Geld. In einer Truhe, das ist doch mal schön. Haben wir nicht sogar so einen Teleport in die Burg? Tatsächlich. Dann könnten wir uns einfach zur Burg teleportieren. Sollte ich das vielleicht direkt mal machen, dann kann ich gleich meine Punkte vergeben. Und dann weiterziehen wieder. Muss ich dann wieder so viel laufen. Das ist irgendwie immer anstrengend, wenn man laufen muss. Heilkraut. Und dann kommt alle mal her, Wichser. Jetzt mache ich alle im Alleingang. Fertig. So. So. Kann man nicht plündern? Den kann man plündern. Schauen wir mal rein in die Masse. 2, 3, 4, 5, 6. 1000. Das sind ein bisschen zu viele nach meinem Geschmack. Tschüss. Mann, jetzt muss ich schon vor solchen Schlauchgegnern wieder wegbringen. Das ist ja. Schnell den Haltern hinterher. Nein! Ach komm, halt die Fresse! Habe ich das jetzt schon? Ich habe Halsschmerzen, das ist ätzend. Nein, ich habe keinen Corona. So. Misch mir die Wichse alle mal auf. Hätte ich jetzt gesagt. Diesmal wirklich. Ich habe auch gelacht.
Hier hoch könnten wir auch mal schauen, aber ich habe das Gefühl, da kommen gleich wieder Orks und Waage. Und das ist mir zu viel. So. Mal mit zuerst die scheiß Feldräuber. Kommt's her? Ja, komm. Zack. Zack. Eigentlich überhaupt nicht stark, aber die sind dann so flink und so. Das macht es gar nicht so leicht, denen mal auszuweichen und so. Und das sind einfach Arschspiele. Und dann zingeln die einfach so richtig schwul. Das ist halt echt ein bisschen fies. Das ist tatsächlich zu schwer für mich. Ja, mit dem neuen Anlauf geht es dann schon wieder. Da gibt er die Hälfte auf. Erstmal Fleisch. Ich komm schon noch, keine Angst, das mache ich alle fertig. Jetzt gleich dann. Ihr könnt mir nicht entkommen. Jetzt wird abgerechnet, ihr Wichser. Ich habe übrigens mein Bart wegrasiert, wie man sieht in diesem Spieler. Ich kann es euch später nochmal zeigen, wenn ich mit dieser Drecksbande hier fertig bin. Ja, komm her, komm her, komm her. Ja, man sieht's hier. Sieht eigentlich ganz fresh aus, finde ich. Das mit dem Anvisieren ist teilweise auch nicht so ganz gut gemacht. Wenn man jemanden anderen anvisieren will und aus dem System falsch anvisiert hat, dann schlägt man halt auf den falschen Gegner, ne? Der wo unvorteilhafter platziert ist, obwohl man den anderen, der näher dran wäre, besser schlagen sollte. Versteht's hier? Ist dann nicht so cool. So, schauen wir mal in die Höhle. Die schon ausgeraubt werden. Das heißt ausgeraubt, geplündert. BRG ja kein Diebstahl an denen. Und kein Besitz, die Wichser. Das sind einfach scheiße. Gobobär. Es gibt doch Geschicklichkeitsbonus. Wenn mich nicht alles täuscht. Extrakt. Ich musste es mit dem Mund aufnehmen. Ja, Geschicklichkeitsbonus. Weg. Hm? Hauen wir das Stärketeil auf und dann ist mir egal. Das macht eigentlich mehr Sinn, die später zu nehmen. Weil es ja dann immer mehr kostet, die Stärke, wenn man die leveln will. Und ja, desto mehr man davon höher kommt. Ach, das ist schwer zu erklären. Ach, ich bin einfach lost. Wenn man das normal skillt, dann kann man das halt viel besser ausnutzen, das lang zu skillen, ohne viel Geld zu bezahlen. Aber wenn man dann diese Teile nimmt, dann muss man halt viel mehr Geld viel schneller zahlen, weil man schon wieder so hoch ist mit der Stärke. Versteht's hier? Ja. Wen interessiert's? So. Aha. Hier haben wir noch was. Vergessen wir zu nehmen. Kommt's mal her, ihr Wichser. Mach mal euch alle mal geschwind fertig. So, ich hätte gar nicht meine Waffe jetzt wieder einstechen müssen. Easy going. Da ist nichts zu, nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Leichte Gegner. Nicht leicht. So. Was haben wir denn da? Wieder Tränke. So, in so einem Haus würde ich echt nicht gern wohnen. Kavalorn, aber du hast echt ein Scheißhaus. Sorry. Wenn du noch da wärst, würde ich dir jetzt auf die Schnauze hauen, um deine Erfahrung abzustauben.
Genau, da haben wir ja einen. Habe ich immer früher vergessen, dann konnte ich die Mission nicht abschließen mit dem Schürferstellen. Weil die hier so versteckt hinterm Haus der Typ ist. Halt! Im Namen Inos! Ich bin Markos, Paladin des Königs. Sag, was du willst und sprich wahr. Bleib ruhig. Bierchen. Ich stehe im Dienst von Lord Hart. Schade, das sieht cool aus, ne? Ohne Truppe. Welcher Befehl verschlägt dich hierher? Ich komme von Garon. Er muss wissen, wie viel Erz zum Transport bereitsteht. Sagt Garon, dass ich die Schurfstelle verlassen musste, weil die Ork-Angriffe zu heftig wurden. Ich habe versucht, mit ein paar Leuten die Burg zu erreichen. Doch ich bin der einzige Überlebende. Das Erz habe ich sichergestellt. Sagt ihm, dass ich das Erz mit meinem... Er soll mir... Ich werde es ihm ausrichten. Wie ist... Ich harre aus. Ja, du kriegst keine Unterstützung vom Garon. Der ist zu fett und zu faul dafür. Achtung, das war ein Spoiler, denn das wissen wir jetzt eigentlich noch gar nicht, ne? Naja. Easy. Mach mal auf. Das sind die vier Kisten. Schon richtig funkeln. Vom Schlösserknacken. Voller Erz. Oh. Hätte ich jetzt direkt übersehen, ich Trottel. Das sind zwei Hände. Tief einatmen muss. Nur wer einatmet, gewinnt. Und nur wer einatmet, verliert. Und nur wer... Dieser Weg führt nicht ans Ziel. Aber er führt uns an einen anderen Ort. An den Ort der Geisterung. So, hier sieht man wieder mal. Da wäre jetzt anders, ne? Da wäre jetzt anders. Fetter Skavanga liegt am Boden. Fleisch und Wurzel zum Blätten. Sun am Boden. Geben an jetzt so viel Erfahrung, aber wo soll ich es eigentlich? Und das Summer. Da darf man in den Wald reingehen. Da gibt's gleich böse Gegner umgekehrt. Aber das sollte uns nicht interessieren. Ich habe jetzt gespeichert, ja. An dieser Stelle wird man nämlich. Habt ein schönes Restwochenende.